Hallo Spreekick-TV-Zuschauer. Wir begrüßen euch heute zum Thema Wolfsrevier mit den Setzlistenpokal. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Ist es nötig, dass, dort dem Losglück unter die Arme gegriffen wird? Oder soll man eigentlich alles immer wieder so laufen lassen, wie am Ende, wie gesagt, das Los entscheidet? Ich bin der Meinung, man sollte dort wirklich Vorkehrungen treffen, dass klassentiefere Vereine eine bessere Option haben, vielleicht eine Runde weiterzukommen. Was waren das noch für Zeiten, als die Hertha Bubis bis ins Finale des DFB-Pokals eingezogen sind? Auch ich war live dabei, damals im Mommsenstadion, als Andi Köpke sich umsonst reckte und Andreas Zimmermann den Ball einnetzte und wir freudetrunken nach Hause gerannt sind und wieder auf die nächste Vorhersage wartete, wie das nächste Spiel ausgehen wird. Das waren riesige Zeiten. Natürlich kann auch heute noch ein Amateurverein Heimrecht genießen. Aber die Chancen haben sich schon deutlich verschoben. Es wird immer schwieriger, dass Mannschaften sich nach vorne durchsetzen können. Und die Frage ist eben immer, gerade auch im Berliner Pokalwettbewerb, sollte man dort eingreifen? Sollte man, wie gesagt, sehen, dass Mannschaften eben vielleicht dann gesetzt werden oder aber man klarlegt, dass klassentiefere Vereine einfach immer Heimrecht genießen? Eine traumhafte Story war natürlich auch 2008, als der VfB Hermsdorf bis ins Berliner Pokalendspiel kam und im Halbfinale zum Beispiel im Elfmeterschießen den ersten FC Union ausgeschaltet hat, auch mit einem kuriosen Tor. Ich kann mich gut erinnern. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann und die den Sport so interessant machen und die einfach weiterhin auch möglich sein sollten. In anderen Landesverbänden in Deutschland ist es so, dass klassentiefere Vereine Heimrecht genießen. Das ist in Berlin, wie gesagt, nicht der Fall, auch nicht im Jugendbereich und ich finde, das sollte man ändern. Es ist für jeden klassentieferen Verein immer ein Highlight, dann mal eine große Mannschaft zu kriegen, vielleicht sogar einen Regionalligisten, Einnahmen zu generieren, die man vielleicht sonst nicht generieren kann. Klar werden die Einnahmen auch geteilt, aber da geht es ja darüber hinaus, dass man vielleicht noch ein Casino hat oder andere Möglichkeiten hat, 2-3 Euro einzunehmen. Auch die eigenen Sponsoren freuen sich darüber, dass vielleicht eine große Mannschaft mal denn meinetwegen der Chausseestraße spielt oder auf einem kleinen Platz in Köpenick aufkreuzen muss. Das sind alles Spiele, die man gerne haben möchte. Ja? Und selbst wenn man in der Vorbereitung mal eine Anfrage stellt bei einem Regionalligisten, wenn man in der Kreisliga A spielt, kriegt man bestenfalls noch eine Absage. Aus sportlicher Sicht sicherlich oft auch natürlich zu verstehen. Aber wie gesagt, dann würde ein Heimrecht gleich von Anfang an im Berliner Fußballpokalwettbewerb da wirklich Abhilfe schaffen. Und dann kann, wie gesagt, ein kleiner Verein mit dem Plus zu Hause dann vielleicht auch auf einer unbestimmten Spielfläche spielen zu können, etwas reißen. Ja, und dann kann der Kleine auch mal den Großen ärgern. Und es gibt ja noch eine andere Chance. Es kann ja ein Heimverein, der meint, dass es das aus logistischen Gründen nicht schafft, dieses Spiel zu stemmen, sein Heimrecht natürlich verkaufen. Das wäre auch noch eine Option. Aber es wäre natürlich wieder ein Vorteil für den klassentieferen Verein. Aber was meint ihr? Sollte man wirklich das Heimrecht vielleicht wirklich für klassentiefere Vereine immer wieder ausrufen, bis zum Endspiel natürlich? Das ist meine ganz klare Meinung und ich wäre froh darüber, wenn ihr euch daran beteiligt an der Diskussion. Schreibt mir hier bei Facebook unter dem Beitrag oder aber schreibt uns einfach über die bekannten Kontaktadressen an. Würde mich über Rückmeldung freuen. Bis zum nächsten Mal bei Wolfsrevier.